Hallo, Deutsch Mittelstufe 2, Lektion 58, Ausdrücke, Adjektive mit einer Präposition, Sakyok, Akkusativ. Heute machen wir unseren Lesetext, aber in diesem Video könnt ihr nur Hören üben. Also, 여기부터는 다시 읽기 문장 봐야 합니다만, 이 동영상에서는 먼저 듣기 연습만 해봅시다. Also, ich lese euch den Text nur auf Deutsch vor und im nächsten Video machen wir dann wie immer die Erklärung zusammen. 이번에는 나는 문장 독일어로만 읽어드리고, 다음 동영상에서는 해석 같이 해봅시다. 그러면 시작해볼까요? Der Kniefall von Warschau. Am 7. Dezember 1970 besuchte der damalige Bundeskanzler Deutschlands, Willy Brandt, das ehemalige Warschauer Ghetto, wo ab 1940 polnische und deutsche Juden von den Nationalsozialisten zur späteren Deportation in die Konzentrationslager gesammelt wurden. 25 Jahre nach Kriegsende war Deutschland zwar wieder ein wirtschaftlich starkes Land. Die Verbrechen der Nazis waren aber noch lange nicht vergessen. Besonders das Verhältnis zu Polen und allen anderen Ländern, die Deutschland überfallen hatte, war verständlicherweise zu dieser Zeit sehr schlecht. Willy Brandt besuchte ein Denkmal im ehemaligen Warschauer Ghetto, das an die Opfer der deutschen Grausamkeiten erinnert. Es war vorgesehen, dass Brandt im Namen der deutschen Regierung einen Kranz niederlegte und im Gedenken an die Opfer eine Schweigeminute einlegen sollte. Doch dann geschah etwas Überraschendes. Willy Brandt blieb nicht einfach nur mit gesenktem Blick vor dem Denkmal stehen, sondern er ging plötzlich auf die Knie, wo er sehr lange schweigend knien blieb. Diese Geste hatte eine schockierende Wirkung, nicht nur auf Polen, sondern auch auf alle anderen ehemaligen Kriegsgegner Deutschlands und auch auf Deutschland selbst. Im Ausland hätte niemand gedacht, dass ein deutscher Bundeskanzler öffentlich aus Reue auf die Knie gehen könnte. Deshalb haben viele Menschen gedacht, dass Willy Brandt als Repräsentant Deutschlands aufrichtig um Vergebung für Deutschland bitten würde. Diese Geste der Reue war dann auch der erste Schritt dafür, Deutschland zu vergeben und wieder als Partner anzuerkennen. In Deutschland hingegen gab es nicht nur positive Reaktionen auf den Kniefall. Viele Politiker meinten, dass Willy Brandt zu demütig und die Geste zu übertrieben war. Fakt ist allerdings, dass Deutschland nach dem Kniefall von Warschau seine Beziehungen zu Osteuropa und Israel verbessern konnte. Auch wenn die Verbrechen der Nazis weder von der Welt noch von Deutschland selbst vergeben werden können, hat es Deutschland doch geschafft, ein vertrauenswürdiger Partner in der internationalen Gemeinschaft zu werden. Das war's. Konntet ihr alles verstehen? Dieser Text war sehr schwierig. 하지만 하나씩 잘 생각하시면 이 내용은 잘 파악할 수 있겠죠. Falls nicht, dann machen wir nächstes Mal gemeinsam die Erklärung. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.